Erklärt mal, wie das geht. Du hast einen Bauarbeiter und musst Mineralien abbauen. Es gibt ungefähr verschiedene. Die Karte ist halt voller Blöcke und Mineralien und du musst halt irgendwo eine Base bauen. Und da kommen die Zergs angerannt. Also wie bei, was weiß ich, Jurassic Park oder sonst was. Also so ungefähr. Ja, Jurassic Park ist glaube ich genau das ähnliche. Du musst halt, einer muss dann halt eine Wall bauen, der andere baut Tower, der andere muss Energie bauen für die Tower. Muss also halt auf jeden Fall Team. Ja, ja. Weil alles kostet, das eine kostet zum Beispiel mehr. Achso, ich kann hier was auswählen. Mark, if you survive five nights. Achso, ich auch. Der Manitor Bug. Bin ich gerade raus? Nee, der Manitor. Okay, weil ich raus. Der ist Level 37, ey. Hat 70 Nester. Level 10, okay. Ich hab allerdings irgendwie. Ja, Alter. Jetzt ist er raus. Mit dem. Kann ich hier noch. Ja, cool. Das Level 10 bringt mir aber auch nichts. Doch, du kannst. Kann auch nichts ausmachen. Skill? Hat's auch nicht. Ich hatte doch schon so Sachen freigeschaltet. Aber du kannst Skills auswählen. Das ist ja cool mit den Level-Ups. Speichert er das im Account oder muss man da wie bei Warcraft irgendwie mit Save und Load irgendwie? Was speichern? Plasma. Plasma? Ey, ich hatte doch das Dings auch. Plasma. Ich kann Plasma-Spezialisierung. Mach doch. Plasma Steve ein. Ja, was will ich denn damit? Hilfe, wir werden alle sterben! Achso, hier bleiben, ja? Nee, ich baue schon mal. Ich komme einfach mal bei dir mit. Es gibt weiße Punkte auf der Karte. Das da, Ancient Statue. Alter, was gibt's hier alles? Achso, man kann mehr, also man muss das jetzt nicht mehr wegbringen, man hat das dann einfach. Naja. Werfen. Wollen wir denn was bauen, Flo? Keine Ahnung. Am besten hier, wo wir gerade sind und hier die Wall bauen, oder? Hier sieht doch gut aus. Ja, wo ich gerade. Die Wall bauen kommt hier oben, oder? Ja, die kommen, glaube ich, nur über den Steg, soweit ich weiß. Ich hab. Fragst du falsch? Fortgeschrittener Beute. Soll ich die Wall bauen, oder wie? Ja, bau so die Wall. Ich bin neu auf der Karte, also ich muss hier sowieso erstmal gucken. Ich baue Heilung. Gut, wann geht's denn los? Haben wir noch kurz Zeit, weil ich hab noch nicht genug Grills. 123 Sekunden oder was? Warum machst du das kaputt? Kann man das nicht als Mauer benutzen? Ja, wir machen ja sowieso hier vorne. Bei der Statue da am besten. Da ist es schön eng. Block and Endure Attacks. Dazu braucht man die normalen Kristalle einfach nur, ja? Obwohl das geht. Du kannst dich auf Generatoren spezialisieren. Genau. Generator sind die normalen Kristalle. Nein, jetzt baut er! Baut Tower Floor. Oh, Mann, ey. Na, ist doch egal. Er ist der Einzige, der nicht mit dem Chat ist. Müssen wir uns auf ihn verlassen? Müssen wir, ja. Wenn er irgendwie. So, wo war ich den Generator? Ist das egal? Nee, der muss hier vorne hin zu meinem Healer, damit der Healer Energie bekommt. Dann hätte ich auch Plasma-Spezialisierung machen können. Und zwar schnell. Ja, genau. Da kannst du. Stopp. Der Kollege baut auch. Oh Mann, oh Mann. Ich schreibe jetzt Niklas Homo. Ne, ich lasse es lieber, sonst wird wieder geflogen. Aber die kommen noch, brechen noch jetzt durch. Ja, ich kann noch keine Cannon bauen. Ich habe erst 2, 3, 1. So, jetzt. Also auch die. Meiner kann ich noch dann heilen, aber das Schild ist doch gerade unten. Das ist am Anfang. Am Anfang ist es noch extrem entspannt. Und irgendwann kannst du hier deine Base bauen. Und in der Base kannst du dann Upgrades machen, dass du schneller abbaust Turm. Und so Scheiß. Sonst muss man sich immer mit allen Mongos schlagen, dass man Cannons bauen kann. Ja, und heute will einfach keiner. Naja, ich wollte nicht der sein, der dann dafür verantwortlich ist, dass alle sterben. Ja, clever. So, der Heal-Turm heilt jetzt auch die Mauer, oder was? Genau. Ja, nur sich das Schild. Bird, it's my second game. Aber Hauptsache gleich gewollt. Naja gut, die Wall ist auch das Wichtigste erstmal. Wie es rauskotzt. Just upgrade Wall. Und was mache ich? Ich den Generator upgraden oder was? Genau. Und das ist das ganze Spiel. Wir gucken jetzt zu, wie da die Einheiten sterben und
Yep. Einer immer den Healer, einer den Wall, einer den Generator und einer den Turm upgraded oder was? Ja, so ähnlich. Der Turm kriegt aber gerade so noch. Ja, ist ja okay, solange er nicht komplett da auch kaputt geht. Nee, ich meine, okay. der Kanonenturm kriegt aber gerade so noch Energie, weil eigentlich ist er gar nicht in Reichweite. Zumindest bei mir auf der Karte. Bäm! Ja, ich gebe dir so viel Energie, dass du explodierst. Achso, Taste über sterben die einfach, oder was? Ja. Ja, das wirst du schon noch zu schätzen lernen in den höheren Levels. Say, no course of culture, you can build core. What? Alter, Crystal Wall 25.000. Ja, ja. Also, du kannst auch später, dass du mehr abbaust und so ein Scheiß. Ich glaube, ich baue die Cannon woanders hin. Das ist, weil die Base bauen. Die Base kannst dann viel Shit machen. Hast du sie schon gebaut? Die Base muss jeder bauen, ja? Ja, ja. Ich baue meine gerade jetzt. Schönes Plasma hochmachen. Kann man seinen Arbeiter noch upgraden, dass man noch mehr Rohstoff abbauen kann? Ja, genau. Das kannst du in der Base machen. Kannst du mir nicht die Steuereinheit von deiner Base geben, dass ich keine bauen brauche? Das geht leider nicht. Sehr schön. Und irgendwann später kann man auch Healer zu den Mineralien setzen, dann können die wieder aufgeladen werden. Mhm. Kann man sogar auch am Anfang schon, oder? Ja, ja, aber jetzt machen sie ja kaum Sinn. Ja, nicht. Ich glaube, ich habe meine Cannon nicht so gut gesetzt. Die zweite baue ich dann woanders hin, weil wenn die so weit vorne sind, später kommen dann die Ranged-Viecher und dann... Ja, machen die schießen deine Cannon da. Aber vielleicht sehen sie sie gar nicht. Ja, das ist die Frage, aber da verlasse ich mich. Wenn nicht, kann man doch einfach so einen billig Flugeinheiten. Eine Wall einfach davor bauen, oder nicht? Na gut, das bringt nichts, die schießen einfach vorbei. Wo bin ich? Denk mal, da wird clever genug sein. Ne, ich meine eine Wall, dass sie auf die Wall schießen und nicht auf deinen Turm. Ja, das ist ihnen egal, die schießen einfach drauf, weil sie es können. Kann ich auch nachts noch eine Base bauen? Ja, ja, klar. Aber ich muss mal das Heal-Ding upgraden. Gott. Ich hab meine schon upgraded gehabt. Warte, ich mach gleich meine Cannon 1 hoch. Das brauchen wir 128 schon, das ist ja übertrieben. Ja, ich glaube, das ist aber bei allen so. Mein Generator hat auch so viel gekostet. Nur halt andere Mineralien. Ich brauch viel rote. Ja. Ja. Brauchst du als Generator auch rot? Ja, rot und ein bisschen von den anderen. So, wo ist jetzt increase the amount of resource that you can harvest? Ja, den kann ich mit. Den kann ich recyceln. Fletch schon genug. Resources that you can harvest. Hä? All the minerals, just the blue one. Achso, da kann ich mich spezialisieren. Also für Base, weiß ich gar nicht, welche Base meine ist, die da ist. Nuklearschlag, ist ja witzig. Macht das Sinn, mich bei dem Ressourcenabbauen zu spezialisieren, oder? Ja, klar. Weil am besten, ja. Oder alles. Am besten die du... Ja, aber am meisten halt den, was du brauchst beim... Wird das teurer? Steht doch dickfett hinterm Namen. Ich hab gerade so gedacht, wieso rede ich mir eigentlich mehr Englisch mit dem? Nur Kartoffeln. Ach, das war teurer, okay, na dann kann ich auch die anderen machen. Can House of the Red. Upgrade durchgeführt. So, mein Generator braucht blaue und rote. Alter, 500 jetzt schon. Ja, aber noch schickt er erstmal. Kannst du erstmal um deine Upgrades ein bisschen kümmern? Ich könne Dutch auch. Dutch? Kannst du wieder das nicht? Ich nicht. Ja, clever. Steve, du bringst wieder Verwirrung in die Runde. Ohne Verwirrung zu sein. Verwirrung. Was macht denn die... Raffinerie. Eierkrallen.
Guck dich mal aus. Ein Zahnplasma. Ich glaube, ich baue dann später am besten auch noch einen Generator. Ich weiß nicht, wenn ein Kerl komplett den Healer, die Kanonen und was weiß ich was noch dazu kommt, versorgen muss. Warum steht denn bei Change, bist du das? Ja. Warum steht bei dir ständig, dass du Erfahrung kriegst? Du hast die Kills oder was? Ja. Ich wollte eigentlich bauen. Die Wall bauen, aber der andere war schneller. Ist okay, klappt doch alles. Oh cool, die Raffinerie pumpt. Ich pumpt die jetzt? Die pumpt jetzt ihr Respin. Oh cool. Und die kannst du einfach irgendwo in die Gegend klatschen? Ja. So was brauche ich auch. Und wie brauche ich das? Du kannst von deinem Worker, der kann Raffinerie bauen. Der kann das. Hab ich gehört, dann hat er mir erzählt. Na, aber was erzählt denn der dir? Mach ich mit dem Relikt? Kann ich dir nicht sagen. Alter, der Healer Stufe 3 ist einfach ultimativ ultra teuer. Four Economy Points. Wie sieht es denn eigentlich aus, was kosten die Base abzugraden? Noch ziemlich teuer. Ja, muss man ja auch noch nicht. Alter, ihr kriegt schon übelst viel Rohstoffe. Wer ist denn der X8? Der Exonami hat 6 auf dem roten. Ja, auf dem roten. Die anderen habe ich auch nur. Hab ich nur auf dem Plasma. Die Raffinerie muss ich dir auf irgendein Gebäude drauf bauen oder? Einfach irgendwo in die Pampa. Okay. Oh, ja, viel Rot. Ich hab Rot abgegradet. Ja, schlau, oder? Schlaues Kerlchen, bitte. Cleveres Kerlchen. Hauptsächlich Rot brauchen und upgraden. Kann man mal machen, oder? Kann man mal machen, hast du recht. So. Und noch einmal Plasma upgraden, dann wird Dings gebaut. Das Dreier. Genau. 512, ey. Ja, der neue Healer kostet einfach 2000. Dann hast du schon einen Dreier. Okay. Ja, sicher. Ja. Ach, ich krieg nicht die EP, das kriegen die Cannons. Pissviecher. Ich level das. Ist auch gut. Ja. Wird sie auch nicht. Will alles für sich haben. Ja, Siggi. Mein einer Mitbewohner hat es nicht gerafft, dass wir heute die Besichtigung nicht haben. Und steht jetzt vor der Tür des der Zukunft. Mein Healer hat keine Energie. Keine Energie? Ja, das ist der Generator. Oh. Okay. Warte, Granate werfen, Jungs. Habt ihr keine Granate? Wo kriegt ihr Granate her? Mach mal schnell, Generator. Alter, ich hab kein Rot! Ach, die Nacht ist vorbei. Oh. Vor allem, der war bis eben noch voll. Ich hab auch Stufe 3. Der verbraucht ultra die Energie. Ja, weil das noch ein Generator Stufe 2 ist halt. Warum krieg ich keinen Rohstoff? Wo ist mein verkackter Worker? Auf die 1 und das auf die 2, ganz einfach. Lol, meine Arbeit hat mich abgebaut. Ich hab ihn gleich auf 3. Also schaffst du es vor der nächsten Nacht? Ja, es ist schon fertig. Oh, wie der einfach nicht, es reicht immer noch nicht, um ihn voll zu heilen. Echt? Also brauche ich noch einen zweiten.
Ne, ne, Flo kann ja sein, gleich mal upgraden. Ja, ich baue meinen gleich noch ein bisschen aus. Ich muss ja eh dann früher oder später einen noch extra bauen für die. Okay, lass ruhig so. Flo baut. Ist egal, ich bin noch hier für Generator auch zuständig, dann soll ich so machen. Ja gut, einen baue ich schon. Den du wirst wahrscheinlich sowieso höher haben immer, aber trotzdem einen kann man machen. Ist am Anfang ein bisschen eklig, deswegen. Ist schon okay. Hat einen schönen Weg gebaut. Und jetzt ist durch ein Plus One noch Kapazität zu haben. Was denn kam, ich werfe eine Granate hin. Ach guck mal, wie der dich down geht, wenn meiner hier will. Ah ja, ich baue jetzt gleich die Cannon aus. Wir machen zu wenig Damage, die Pisslichen. Warum ist der Dings weg? Der Healer ist kaputt. Was? Ja, die haben den Healer kaputt gemacht. Der war wohl zu nah dran, der hat doch die Ultra Range. Na, das waren die Ultralisten, glaube ich. Ja, ja. Diese, nee, ich glaube, das waren. Ja. Immer. Wo soll ich ihn denn hinstellen? Steht er da besser oder ja, oder kannst du ihn weiter unten stellen, ist egal. Aber ja, wir mussten. Ja, weiß nicht. Meine Cannon. Ja, die Viecher sind das. Das sind die Kollegen, die sind nicht cool. So, Cannon Stufe 3 kommt jetzt. Gut, der reicht auch noch. Nacht das hier gleich rum. Mal fokussen hier. Erstmal eine Granate. Ja, ich hab sie geworfen. Von Ninja Granate? Ich hab meine schon benutzt. Hallo, Focus Fire Cannon, bitte. Hallo. Ich hab eine Stufe 2. Granate ready. Nein! Oh, die Nacht ist vorbei. Alter. Scheiße, Mann. Das gibt's gar nicht. Oh, ja, das ja. War jetzt halt ultra teuer für mich. Ja, Steve. Sei froh, das ist nicht. Später passiert es vielleicht auch noch. Schwerlich nicht. Pass auf, nachher kommen sie dann, dann stehen sie hier und schießen rüber zu meiner Cannon. Ich weiß, ich sehe es schon. Nicht cool. Ja. Oh Mann. Clever. Das ist wie mache ich meine Schuhe zu? Ja. Okay. Ja, gut. Ja, das ist so ein richtiger Foss. Stimmt. Brauchen wir schnell 60 normale. Ja, dann baue ich immer ab, Kollege. Nur hier gibt's nichts geschenkt. Oh, spiel nur allein, ist schon okay, jetzt hab ich's hinterher. Spiel nur allein, ja, ja. Boss Income, okay. Oh, nicht cool. Stufe 3 ist wieder. Der Healer Start. Wieder gut ausgebaut. Ja, ja, warte mal, was gibt's denn eigentlich noch für andere Cannons? Ich glaube, ich baue einfach noch eine, ist mir irgendwie sicherer. Oh. Ja, der Wall braucht auch mal ein Upgrade halt. Der hat halt noch T3. Ja, ganz wir sind doch auch alle T3. Ich wollte doch wo. Oh. Ja, gut. T4. Oh, ist vorbei. Wenn ihr mir ganz schnell ganz viel rote schickt, kann ich in meinen zwei Dinger noch ausbauen. Ich hab 85 rote. Alles rot. Schick ich dir, ja, ich schick. Warte, ich baue ab. Nicht mehr, Kollege. Nein, ist vorbei. Ja. Ich wollte wollen. Da darf man nämlich nicht chillen. Eure Verbündeten befinden sich im Kampf. Oh, clever. Juri! Rennen wir weg und bauen woanders weiter oder was machen wir? Ja, wahrscheinlich. Nee, das kannst du klicken jetzt. Ist alles tot. Eure Verbündeten befinden sich. Ich hau ab. Basis eurer Basis. Los, macht Platz. Nein, das ist Viech. Nein! Boah, ich hab doch die 3, 2, nein! Ich hab's fast noch überlebt. Achso, es geht jetzt auch noch weiter los. Ja, ich bin rausgeflogen. Ja. Weil ihr gestorben seid? Ja, wahrscheinlich. Hans, ihr habt nur ein Leck gefunden. Warum hab ich überlebt? Weiß ich das nicht. Wissen die wenigsten.
Ja. Ihr habt nicht genügend. Das ist ja jetzt doof gewesen. Machen wir noch Pfosten. Eins. Warum sehe ich denn jetzt die ganzen Relikte auf der Karte? Was ist da passiert? Vorbei. Escape beenden. Neu machen, ich hab Lust drauf. Ja, Maste. Können wir machen. Habe ich! Maste. Was hat man denn von diesen Ancient Relikten? Ja, kannst glaube ich so ein Ultra Artefakt bauen. Wie so das weit müssen wir mal kommen. Aus der Story. Okay. Von